Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Im heutigen Video möchten wir euch die Defibrillation und die Kardioversion mit den Shock Pedals zeigen. Hierfür haben wir euch einen Corpus 3 und einen Corpus 3 Touch mitgebracht. Hier seht ihr schon das Defibrillationsmodul mit den Shock Pedals und im Vordergrund die Babyelektrodenaufsätze für unsere kleinsten Patienten bis 5 Kilo. Vor der eigentlichen Funktionskontrolle erfolgt die Sichtprüfung der Shock Pedals. Um diese aus dem Defibrillationsmodul zu entnehmen, werden sie leicht nach vorne und hinten gedreht und können dann seitlich herausgeführt werden. Jetzt überprüfen wir Kabel und Shockpedal selbst auf äußere Beschädigungen oder auf grobe Verunreinigungen. Die Kontaktflächen sollten frei von Kratzern sein. Gleiches mit den Babyelektroden aufsetzen. Zu guter Letzt überprüfen wir noch, ob genug Defibrillationselektrodengel vorhanden ist. Nach der Sichtkontrolle kommen wir nun zum eigentlichen Funktionstest. Dazu haben wir das Gerät eingeschaltet. Als erstes möchten wir die beiden Bedienknöpfe kontrollieren. Bei abwechselndem Drücken sollte hier ein Kontrollton zu hören sein. Andi, ich würde dich bitten, jetzt den manuellen Modus zu starten und als Synchronisationsform Async zu wählen. Jawohl. Ich starte den manuellen Modus. Rhythmuskontrolle durchführen. Okay, auf Async. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Energiewahl klassisch am Gerät vorzunehmen. Mit den Shock Pedals haben wir die zusätzliche Möglichkeit, diese durch Kurzschließen und Betätigen der Bedienknöpfe zu verändern. Mit Grün reduzieren wir die Energie, mit Rot erhöhen wir sie wieder. Danach stecken wir sie zurück in die Halterung. Um die Schockabgabe nun zu testen, haben wir 200 Joule vorgewählt. Um den Ladevorgang nun zu starten, haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal am Gerät oder über einen der beiden Knöpfe an den Shockpedals. Ist der Defi vollständig geladen, können wir den Schock über Drücken und Halten beider Bedienknöpfe abgeben. Um die Shockpedals in Verbindung mit dem Corpus 3 Touch und dem Defibrillationsmodul Slim zu testen, müssen diese mit dem Therapiestammkabel verbunden werden. Bei eingeschaltetem Gerät kann ich jetzt beim Bedienen der Funktionstasten einen Bestätigungston hören. Die eigentliche Schockabgabe erfolgt hier allerdings in eine Testbox. Für eine Funktionskontrolle der Babyelektrodenaufsätze, welche vor jeder Anwendung am Patienten notwendig ist, müssen diese mit den Shockpedals verbunden werden. Dies geschieht beidseits durch Aufsetzen und Einrasten. Sobald die Babyelektrodenaufsätze konnektiert sind, reduziert sich die eingestellte Energie automatisch auf ein Zehntel. Wir haben für den Test 10 Joule ausgewählt. Letztendlich wird hier mit einem Joule effektiv defibrilliert. Beim Funktionstest selbst leuchten die beiden Lämpchen beim Aneinanderhalten der Elektroden bei der Schockabgabe kurz auf. Zudem sehen wir, dass am Monitor ein Schock erfolgreich abgegeben worden ist. Ergänzend sei erwähnt, dass eine Energiewahl über die Shockpedals mit aufgesetzten Babyelektroden nicht möglich ist. Um euch die Defibrillation bzw. die Kardioversion mit den Shockpedals zu demonstrieren, haben wir uns hier in eine offensichtliche Übungsfünstlichkeit begeben. Der Patient wurde vorbereitet. Wir haben ihn mit einem Monitor-EKG versehen, den Oberkörper entkleidet, wenn es notwendig war, rasiert und abgetrocknet. In unserem Szenario möchten wir dem Patienten bei offensichtlichem Kammerflimmern einen unsynchronisierten Schock mit 200 Joule verabreichen. Zunächst tragen wir auf die Kontaktflächen der Shockpedals Gel auf, um einen besseren Hautkontakt herzustellen. Im Anschluss werden die Shockpedals positioniert, der Defi geladen und der Schock mit 200 Joule verabreicht. Und laden. Achtung, alle weg vom Patienten. Schock, Achtung, alle weg. Schock in 3, 2, 1. Neben der asynchronen Defibrillation habt ihr auch die Möglichkeit, die Shockpedals bei der Kardioversion einzusetzen. Hier müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die Schockabgabe synchronisiert erfolgt. Für die Anwendung der Shockpedals im AED-Modus ist es zwingend erforderlich, dass ein Extremitäten-EKG angelegt ist. Der restliche Ablauf erfolgt analog der manuellen Defibrillation. Es wird Gel auf die Kontaktflächen aufgebracht. Durch Tastendruck lässt sich jetzt die Analyse starten.
Do not touch patient. Analyzing heart rhythm. Deliver shock. Achtung, Alex, Patienten, Schock in 3, 2, 1. Perform CPR. Um einen Schock abzugeben, darf die Impedanz weder zu niedrig noch zu hoch sein. Wenn eine zu hohe Impedanz vorliegt, sollten wir ausreichend Elektrodengel verwenden, den Thorax reinigen und gegebenenfalls bei übermäßigem Haarwuchs rasieren. Gründe für eine zu niedrige Impedanz können zum Beispiel eine nasse Hautoberfläche des Patienten sein. Diese muss dann unbedingt abgetrocknet werden. Auch die Verwendung von zu viel Gel kann insbesondere dann kritisch werden, wenn es zu Gelbrücken kommt zwischen beiden Elektroden. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video wieder hilfreiche Tipps und Tricks geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, uns einen Kommentar da lasst oder uns einfach liked. Wir verbleiben mit einem Servus. Ciao.